Scheiße. Nee, nicht scheiße. Doch, weil das Spiel jetzt einfach weitergegangen ist und ich einen Cut gemacht hatte. Ach so. Ja, ich verstehe nicht, warum bei diesem Spiel nicht einmal was normal laufen kann und die warten können, bis man irgendwo draufgeklickt hat. Frage ist jetzt, was, warte mal, ich guck mal, ob Lass ich hier das irgendwo sein! durch. Wegen dir haben wir Ärger! Also hör jetzt auf! Ich mach doch gar nichts. Ich Er guck mal noch übernimmt mehr für rum. Dr. Matthews. Er wird sich also ab jetzt um dich kümmern. Er scheint sehr nett zu sein. Na komm, mehr will ich sehen. Ist das die Mutter? Also die Pflegemutter? Ja. Ich warte hier, Schätzchen. Ja, ist so. Sieht so Sieht ein anders bisschen aus, anders aus. irgendwie. Ja, genau. Okay, also ich kann nicht aufstehen. Ich guck mal gerade, ob das alles okay ist hier. Jody, er wartet auf dich. Ja, lass mich doch erstmal aufstehen hier. Braucht mal diese Ansprüche. Mit das Hetzen vor allen Dingen, ne? Echt. Hallo, Jody. Komm rein. Mein Name ist Nathan. Nathan Dawkins. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, wenn wir uns mal unterhalten würden, um uns besser kennenzulernen. Das heißt, wenn du das auch willst, natürlich. Nein, du bist der grüne Kobold. Jetzt hast du mich total ausgebracht, was ich eigentlich sagen wollte. Das ist ein Foto von einer paranormalen Ereignisstudie. Dieser Tisch wanderte 5 mm in 3 Tagen, von ganz allein. Wir haben das gefilmt und spielten das schnell ab, so sahen wir die Bewegung. Interessant, hä? Ich kann coolere Sachen machen. Eine kleine Anmerkung von mir, und zwar ist jetzt hier ja knapp eine halbe Minute oder eine Minute irgendwie gar kein Ton drin gewesen. Ich weiß nicht, was das jetzt wieder für ein Problem gewesen ist. Da hat nämlich der Typ hier kurz noch was zu mir gesagt, beziehungsweise mich was gefragt, aber irgendwie ist da kein Ton drin. Es war aber irgendwas Unwichtiges, meine ich. Ich glaube, die haben über das Buch gesprochen, dann habe ich das Buch wieder zurückgelegt und dann, ja, ging es quasi auch gleich schon wieder mit dem Ton weiter. Sorry, Leute, kann auch schon mal passieren. Ja, liegt leider am Programm, nehme ich mal an. Was kann das erklären? Aber es muss dann irgendwie komisch Ich habe sein. jetzt nur die Hälfte verstanden, weil ich eigentlich jetzt einen Text hören wollte. Gerade wusste ich noch zum zweiten Mal, was ich sagen wollte. Ach so, was ich nicht verstehe, wir haben ja diese Einstellung gemacht, dass es in chronologischer Reihenfolge gemacht werden soll, das Spiel. Habe ich bisher noch nichts von mitbekommen, weil irgendwie war das dann mittendrin und dann wieder am Anfang. Das war irgendwie Jody, komisch. mein Job ist die Erforschung Sehr komisch, ja. seltsamer Ereignisse und sie irgendwie zu erklären. So wie die Dinge, die dir passieren. Nicht, Jody? Das ist immer gut, Deine Schweigen. Mutter sagt, du hast einen unsichtbaren Freund. Ja, hat noch keine Frage gestellt. Nein, ich habe Schweigen angeklickt. Dieser Freund, hast du den schon seit langem? Seit deiner Geburt? Woher soll ich das wissen? Ich kenne sie ja noch nicht seit der Geburt. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist er ein Geist? Oder ist jemand gestorben und der besucht dich jetzt? Woher soll ich das wissen? Kannst du ihn für mich malen? Also ich denke, dass sie ihn malen kann.
Du hoffst es. Zeig mal deine Künste wieder. Das sind wieder nur irgendwelche Kreise wahrscheinlich. Ja. Nee. Hat was anderes. Oder? Auch. Stört's dich, wenn ich's ansehe? Was ist denn das für eine blöde Frage? Ich fand die Frage echt schwachsinnig gewesen. Dieses Ding ist ein Freund. Und es ist verbunden mit dir über sowas wie eine Schnur. Ist er jetzt gerade hier? Nein. Was hat er mich jetzt gefragt? Ob er gerade hier ist, ob Aiden hier ist. Nein. Kannst du ihn bitten, was zu machen? Achso, muss ich auch drücken. Du musst es auch umwechseln, halt. Was machen wir denn mal? Ich hab aber irgendwas, was dich so durcheinander bringt, würde ich sagen. Ich glaub, das ging schon mal nicht. Du sagst ihm, was er tun soll, und er macht es dann? Nein. Ich sag Aiden nicht, was er tun soll. Niemand kann das. Er ist wie ein Löwe im Käfig. Ja. Wir sind verbunden. Ja. Er kann nicht weggehen. Das macht ihn richtig wütend. Es ist nicht meine Schuld. Ich will ja auch, dass er geht. Er kann einem manchmal auch richtig Angst machen. Und? Hat er das da auch gemacht? Nein. Das waren die Monster. So, die erste Besprechung. Aiden gezeichnet, Aidens Kräfte gezeigt. Genau. Und jetzt haben aber doch die meisten gemacht eigentlich, ne? Es ist nicht für lange. Nur so lange, bis sie genau wissen, was los ist. Bitte lass mich nicht hier. Nur für ein paar Tage. Wirst sehen, es geht schnell vorbei. Susan, wir müssen los. Du machst es dir doch nur noch schwerer. Sei tapfer, Schatz. Sei stark. Du bist so stark. Jody, ich weiß, es ist hart, alleine hier zu bleiben, ohne Familie. Aber hier haben wir eine gute Chance, rauszufinden, was mit dir passiert. Wir können dich hier beschützen, Jody. Mich kann überhaupt niemand beschützen. Deine Sachen sind in der Tasche da drüben, siehst du? Cole und ich sind gleich nebenan im Zimmer. Wenn du irgendwas brauchst oder irgendwas ist, ruf uns und wir sind gleich bei dir. Okay? Gute Nacht, Jody. Ich würde sagen, ein bisschen Farbe würde hier fehlen. Und ein paar Spielzeugsachen oder so.
Das ist okay. So typisch Klinik. Okay. Wo ziehe ich mich um? Da, wo Aiden dich nicht sehen kann. Warum? Aber ich kann nicht überall. Aber wo ziehe ich mich jetzt um? Das ist eine gute Frage. Hier gibt's. Achso, da ist ein Badezimmer wahrscheinlich, oder? Hm. Ich hoffe, hier sind nicht auch noch Kameras drin. Ach, deswegen die Frage. Okay. Jetzt wird sie wahrscheinlich auch beobachtet, was im Schlaf passiert oder so. Mit Sicherheit. Barney Knuffel, wo ist mein Häschen? Im Mülleimer. Ah, nein, wer hat Hasi getötet? Ja, ob er tot ist, wissen wir ja noch nicht. Oh mein Gott. Wenn er im Mülleimer ist. Ist ja eigentlich irgendetwas? Nee, es ist alles nur. Aber was ist denn das? Das sind doch jetzt Heizungen. Aber ins Bett, so. Jodie. Ja, ja. So Klimaanlage wahrscheinlich. Heizung und Klimaanlage. Die beobachten mich. Jetzt sind sie mir ja schon irgendwie ihre Gedanken ins Ohr am Pflanzen. Hast du das gehört? Ja. Ja, ich weiß, wahrscheinlich über Lautsprecher. Da ist er. Aber ganz ehrlich. Da ist der Hase drin, da ist die Taschenlampe drin. Ist der halbe Koffer doch schon wieder leer, ja, wenn die Sachen raus sind. Hat die denn irgendwas mitbekommen? Nö. Nur ihre Schlammerzuchtzeug. Und dann hat sie ihre Jeans noch, die hat sie ausgezogen. Also viel kann die nicht mithaben. Das sind aber auch tolle Pflegeeltern, echt. Also ich meine, die Mutter, die scheint ja okay zu sein, aber... Komm, spring. Ich werde jetzt das Licht ausmachen. Gute Nacht, Jodie. Warte! Kannst du das Licht im Flur anlassen? Ich krieg sonst Angst im Dunkeln. Klar. Wie ist das? Gut. Gute Nacht. Nacht. Hab keine Angst, Aiden. Wir werden jetzt einfach einschlafen. Und es wird uns gar nichts passieren. Ach so. Ich dachte gerade noch, was sind das für komische leuchtende Punkte? Ich kann nicht schlafen, Aiden. Ich glaube, ich brauche eine Geschichte. Ja, die liest mir mal was vor, ne? Ich? Ha! Was ist jetzt los? Eine Geschichte. Was machen wir denn da für eine Geschichte? Irgendwas mit der Taschenlampe auf jeden Fall. Soll ich Hilfe holen? Da. Den irgendwie wach machen, keine Ahnung. Ist er ein Pen? Warte. Ja. Hallo, ich werde hier angegriffen, beeil dich mal. Ja, kein Stress hier. Ja, der ist echt am Pen. Was ist das für einer? Ja, was ist der? Schütt ihn das Ding einfach im Schutz. Oh. Ja. Was zum A? Ich glaube, ich bin. Nathan, da passiert was. Da passiert was. Was ist das für ein Vieh? Okay, das erklärt, warum die Tür nicht aufgehen.
Das ist blau, oder? Ja, aber ich kann es nicht verändern. Also, jetzt. Oh. Auch nicht so richtig. Da ist es. Das stört dich, wa? Ja, ja. Komm, komm her. Bist du schon da? Aber ich weiß nicht, wie ich kann es nicht aus dem... Ah, okay. Kommen die eigentlich mehr? Jody! Hol den Doktor! Sofort! Ist okay. Es wird wieder gut. Aiden hat jetzt keine Angst mehr vor den Monstern. Das war jetzt irgendwie heftig. Ja, ist dann. Ist er? Genau. Kinder und Eltern nicht ausspioniert. Wann hätten wir die denn ausspionieren können? Ja. Aber ich denke mal, das ist ähnlich wie bei Life is Strange zum Beispiel. Wenn du eine spezielle Entscheidung getroffen hast, dass du eine andere gar nicht mehr treffen kannst, um diesen Weg zu nehmen. Weißt du, was ich meine? Wieso? Die haben wir doch nicht ausspioniert. Aber. Ach so, meinst du, wo das er dann runtergegangen ist, meinst du jetzt? Ja, mich? Das haben wir gemacht. Deshalb, das ist 90%. Wir haben ja auch Kohl aufgeweckt. Den haben wir ja auch aufgeweckt. Also wir haben das doch gemacht. 10% also haben das nicht gemacht, ey. Das, wer macht denn sowas nicht? Ich meine, wenn mir einer sagt, mach das, dann heißt das für mich, das ist die Story der Geschichte. Ne? Ja, genau. Ja. Existenzen besiegt. Okay. Das waren die Viecher, ja, da diese komischen Wesen.